Rätselhaftes liegt unter unseren Füßen. Tief unter der Erdoberfläche befindet sich die geheime Welt der Bergleute des Altertums. Für Jahrhunderte vergessen und fast verloren, kommt die wahre Geschichte ihrer außerordentlichen Erfindungen nun ans Licht. Wie konnte Kaiser Augustus ein hügeliges Ödland mit einer unterirdischen Flutwelle erschaffen? Könnte ein mythischer Edelstein die Wikinger nach Amerika geführt haben? Wer entwickelte die antike Form eines Bodenradars, spürte damit Gegner auf und attackierte diese mit einer unterirdischen Superwaffe aus Hühnerfedern? Ausgerüstet mit modernster Technologie begibt sich das Team von Ursprung der Technik auf die Reise in eine seltsame, fremde Unterwelt. Dies ist die unerzählte Geschichte des antiken Tunnelbaus. Es ist ein Machtkampf, der über 9 Millionen Menschenleben im heiligsten aller Länder fordert. Die Kreuzzüge. Ein Krieg, der 195 Jahre dauert. Belagerung nach Belagerung. Ein militärisches Patt, das nur ein geheimnisvoller und kaum bekannter Konflikt auflöst. Der Kampf im Untergrund, geführt von Spezialkräften, den sogenannten Sappeuren. Eine Sappe ist der Annäherungsweg oder Laufgraben bei der militärischen Belagerung von Festungen. Ausgehoben wird die Sappe vom Sappeur. Sowohl christliche als auch muslimische Quellen berichten von einer sagenhaften, allen Widrigkeiten trotzenden Mission. Mit einfachstem Gartenwerkzeug bewaffnet, sollen Sappeure die gewaltigste Festung des Heiligen Landes zerstört haben. Im Oktober jenen Jahres wird das Schicksal des Mittleren Ostens vom Machtkampf zweier Männer bestimmt. König Balduin von Jerusalem, der Aussätzige, der im Alter von 13 Jahren den Thron bestieg, und Saladin, muslimischer Kriegsveteran mit 20-jähriger Militärerfahrung. Saladin war der Befehlshaber und einer der größten islamischen Krieger jemals. Balduin dagegen, Befehlshaber der Kreuzritter, war nicht viel älter als ein Junge. Seinen Posten verdankte er weniger seinen Fähigkeiten als Kommandant, sondern seinem Status und seiner Geburt. Allen Widrigkeiten zum Trotz besiegt Balduin Saladin in der Schlacht von Mont Gisard. Vom Sieg in Fahrt gekommen, beginnt Balduin mit dem Bau des Schlosses an der Jakobsfurt, einer Festung mit über 9 Meter hohen und 3 Meter dicken Mauern. Es sollte die gewaltigste Festung des Mittelalters werden. Doch sie liegt an einer geopolitischen Bruchlinie. Knapp 100 Kilometer von Damaskus, Hauptstadt des muslimischen Reichs, entfernt, bewacht sie den einsamen Pass zwischen dem See Genezareth und Hulasee. Bei Fertigstellung wären die Kreuzritter in der Lage, Damaskus innerhalb von 24 Stunden anzugreifen. Saladin, der große General, erhofft sich eine friedliche Lösung. Als er von der Errichtung der Festung erfährt und nachdem er sich selbst davon überzeugt hat, versucht er mit allen Mitteln, den Kampf zu verhindern. Er schickt einen Boten zu Balduin. Dieser verspricht ihm 60.000 Dinar, wenn er den Weiterbau stoppt, seine Truppen abzieht und zurück nach Jerusalem geht. Balduin lehnt das Angebot ab und Saladin investiert das gesparte Geld in die Ausrüstung seiner Streitkräfte. In der Ruinenstätte von Balduins 800 Jahre altem Fort sucht Archäologin Kate Raphael nach Hinweisen auf Saladins Schlachtplan. Beim Anblick der dicken, stabilen Mauern wirft er seine Pläne um. Und statt die Festung mit Belagerungsstürmen zu bombardieren, will er sie untertunneln. Am 24. August 1179 ist Balduin mit seiner Streitmacht nur 160 Kilometer entfernt. Die Zeit läuft. Saladin muss die Festung schleunigst zerstören, sonst riskiert er, von der Armee der Kreuzritter überrannt zu werden.
Wir stehen jetzt an der östlichen Seite der Festung, wo sich Saladins Sappeure an die Arbeit machten. Er verteilt seine Armee und postiert seine besten Bogenschützen an dieser Flanke. Die Idee dahinter war, so viel Aufmerksamkeit der Garnison wie möglich von seinen Sappeuren abzulenken. Den Überlieferungen zufolge gruben sie sich täglich 30 Meter weit durch nahezu festes Felsgestein. Eine ganz bemerkenswerte Leistung. Selbst mit heutigem Elektrowerkzeug ist das schwer vorstellbar. Und damals hatten sie nur ihre Hände. Am erstaunlichsten ist allerdings, dass sie dafür nur 5 Tage brauchten. Die Geschichte von Saladins Belagerungspionieren ist hinsichtlich unterirdischer Kriegsführung legendär. Demnach könnten Truppenhandwerker eines der bedeutendsten Mauerwerke des frühen Mittelalters lediglich mit Pickel, Schaufel und Holz zerstört haben. Kann man diesen Geschichten jedoch Glauben schenken? Wir gehen der Sache nach. Der ehemalige Militäringenieur John Naylor beginnt, einen Tunnel zu graben und eine Sappe anzulegen, so wie Saladins Sappeure es schon vor 800 Jahren taten. Er benutzt dieselbe Ausrüstung und das gleiche Werkzeug, wie in den Berichten beschrieben. John und sein Sohn Rob, Ingenieur der British Army, beginnen mit der Grabung. Wir orientieren uns am Befestigungshandbuch der britischen Armee. Das besagt, pro Mann und Stunde können etwa 0,4 Kubikmeter Erde bewegt werden. Nach 3 arbeitsreichen Tagen haben die 2 einen 4,5 Meter langen und 1,5 Meter breiten Tunnel ausgehoben. Wir sind uns über die Dimensionen des Tunnels von Saladins Pionieren nicht sicher. Dieser hier ist ziemlich klein. In 2 Stunden bewegen wir uns knapp 1 Meter vorwärts. Das ist aber nur das Ausgraben. Die Beseitigung der anfallenden Erde dauert etwa genauso lange und das Aufschichten der Erde draußen ist nochmal genauso viel Arbeit. Es geht also nicht nur ums Graben. Saladins Mannen schafften an die 27 Meter pro Tag. Das sind 60 Arbeitsstunden Ausgrabung. Es müssen also ständig 3 bis 4 Männer mit Hacken beschäftigt gewesen sein. Nun befüllt John das Ende des Tunnels mit brennbarem Material. Wir sind jetzt am Ende des Tunnels und haben ein Loch unter die Mauer, die direkt hier drüber ist, gegraben. Wir befüllen das Loch mit Holz und schütten etwas Fett und Öl dazu, um ein ordentliches Feuer schüren zu können. Die Mauer wird von einem Stützrahmen auf Querbalken gehalten. Wir haben also einen Rahmen konstruiert, bei dem eine Querstrebe über die halbe Tunnelbreite geht, worauf diese Stütze quasi sitzt. Das heißt, wenn der Querbalken durchbrennt, fällt der Stützrahmen runter und die Mauer bricht ein. Soweit die Theorie. Das testen wir jetzt mal. Zu Saladins Zeit befinden sich über den Sappeuren knapp 54 Tonnen Erde und die Steinmauer. Den Augenblick des Einsturzes müssen sie auf die Sekunde genau perfekt berechnen. Am 29. August wird bei Sonnenaufgang das Feuer an der Jakobsfurt entzündet. Balduins Kavallerie kommt immer näher. Saladins Streitkräfte hatten in nur 112 Stunden eines der größten Mauerwerke des Mittelalters unterhöhlt. Der Moment der Wahrheit. Zünden wir den Tunnel an, mal sehen, ob wir die Mauer zum Einstürzen bringen. Okay, es geht los. Nichts wie raus. Die Flammen erreichen etwa 800 Grad Celsius. Heiß genug, um Stahl zu schmelzen. Saladins Angriffsstrategie basiert allein auf dem Einsturz eines knapp 1 Meter breiten Mauerabschnittes. Das Schicksal der Kreuzritter steht auf des Messers Schneide. Das war großartig. Die Mauer ist weg, zusammengefallen. Das war ein tolles Experiment. Es hat mir einen Einblick in das Leben eines Sappeurs im Mittelalter verschafft. Natürlich hat niemand versucht, mich hierbei umzubringen. Man stelle sich nur vor, wenn ein paar von uns das schaffen konnten, was konnte Saladin wohl mit einem Heer von 1000 Männern erreichen? In den Originalüberlieferungen wird der Moment vor 800 Jahren beschrieben.
Die Festungsmauer stürzt unter muslimischem Jubelgeschrei ein. Saladins Bodentruppen stürmen los und machen die Jakobsfurt dem Erdboden gleich. Doch selbst Saladins unterirdische Feuersbrunst verblasst vor einer weiteren Untergrundexplosion. Eine Erfindung, die eine tödliche Schlachtenwaffe in eine Bergbaumaschine verwandelt, mit der sogar der härteste Fels der Welt gesprengt werden kann. 1689. Eine Gemeinde im englischen Cornwall beklagt einen schrecklichen Todesfall. Tief unter der Erdoberfläche verbrennt ein Bergarbeiter in einem flammenden Inferno. Schuld daran ist Schwarzpulver, das der Minenarbeiter selbst dort platziert hat. Der Text eines Unbekannten aus damaliger Zeit beschreibt das Ereignis. Das Schwarzpulver entzündet sich sofort. Die sich ausdehnenden Gase treiben einen Wirbelwind flammender Luft vor sich her, der alles in seinem Weg vernichtet. Der Name des Toten, das ahnt damals noch niemand, wird in die Geschichte eingehen als derjenige, der die Bergbauindustrie revolutioniert hat. Thomas Apsley, der Mann, der das ungewöhnliche schießende Gestein mitbrachte, wurde am 16. Dezember 1689 in der Mine getötet. Zu Thomas Apsleys Zeiten geschieht im Bergbau alles noch per Hand. Er bahnt den Weg für den Einsatz von Sprengstoff im Bergbau, wodurch sich in Großbritannien nur 12 Monate nach seinem Tod die Fördermenge verhundertfachen wird. Doch seine Mischung hat einen entscheidenden Makel. Einen Makel, der über 300 Jahre lang verborgen bleibt. Das Mysterium beginnt an der Küste Cornwalls, in der antiken Zinngrube von Poldark, die teilweise seit über 2000 Jahren nicht berührt wurde. Bergbauhistoriker Darren Osborne öffnet nochmals die Fallakten der Mine. Zinnabbau ist harte, gefährliche Arbeit. Das Gestein wird an die Oberfläche befördert und zertrümmert. Um das Metall zu gewinnen, wird das Erz dann gewaschen und verhüttet. Die Lebenserwartung eines Bergarbeiters von Poldark war etwa 36 Jahre. Und die Chance, viel älter zu werden, war ziemlich gering. Die Zinngrubenarbeiter von Poldark stehen vor einer scheinbar unmöglichen Aufgabe. Wie soll man Granit abbauen, das vierthärteste Gestein der Welt, mit nichts weiterem als einem Spitzeisen? Das Spitzeisen geht mindestens 2000 Jahre zurück. Mit dem Spitzeisen kommt man untertags täglich etwa 8 cm voran. Das ist unglaublich harte Arbeit mit nur sehr langsamem Fortschritt. Pro Jahr konnten nur ca. 9 Meter Tunnel ausgehoben werden. Zum langsamen Fortschritt kam erschwerend hinzu, dass jeden Moment die Kerze ausgehen konnte. Und dann saß man in totaler Finsternis. Nicht wie wenn man nachts draußen ist und ein paar Sterne und den Rand des Rasens noch sehen kann. Totale Dunkelheit. Um aus der Mine rauszukommen, musste man erstmal in pechschwarzer Finsternis, also unter wirklich schrecklichen Bedingungen, herumirren. Unter diesen primitiven Bedingungen stolpert Thomas Apsley, dessen Erfindungen England einmal zum Spitznamen Werkstatt der Welt verhelfen sollten. Apsley will die ungeheure Feuerkraft der Renaissance-Waffen für den Bergbau nutzbar machen. Das Schwarzpulver verwandelt die Mine in ein riesiges Geschütz, dessen gewaltige Kraft sich in einer dicken Wolke aus Staub, Steinen und Holz entlädt. Doch Apsley steht einem schwerwiegenden Problem gegenüber. Wie sollte er eine Tötungsmaschine auf dem Schlachtfeld in etwas verwandeln, das sogar massiven Granit sprengt? Außerhalb des Minenwesens ist Thomas Apsley nicht sehr bekannt. Doch was er getan hat, war sehr wichtig. Er führte Schwarzpulver, was die meisten als Schießpulver kennen, in den Bergbau von Cornwall ein. Um Schwarzpulver im Bergbau sicher einsetzen zu können, braucht Apsley eine Methode, die die Explosion verzögert. Seine Lösung? Gänsefedern sollen als Detonationsverzögerung fungieren. Eine Reihe von Federn wurden ineinander gesteckt und mit Schwarzpulver befüllt. Wenn man das eine Ende nun anzündete, brannte die Lunte relativ regelmäßig ab. Jetzt musste man nur schnellstens verschwinden. In Cornwalls Cambourne-Testmine beginnt Gus Chambers, ein Bergmann mit über 30 Jahren Erfahrung, mit einem Experiment, das zeigen soll, warum Apsleys Prototyp so verhängnisvolle Folgen hatte.
Zuerst muss Chambers den Stollen abklopfen. Eine antike Bergbautechnik, die Apsley sicher auch benutzt hätte, um die Sicherheit der Sprengstelle zu überprüfen. Wenn der Fels ein klingelndes Geräusch erzeugt, ist die Struktur sicher. Ein dröhnendes Geräusch allerdings bedeutet, der Fels ist nicht stabil. Die Hauptgefahr geht nicht vom gesprengten Schwarzpulver aus. Vielmehr sind es die physischen Auswirkungen auf das Gestein und die Bruchlinien im Stein. Man muss sich vergewissern, dass das Gestein kompetent ist, und zwar indem man sämtliches lockeres Gestein entfernt. Dann konnte man die Sprengladungen verteilen. In den freigegebenen Schaft bohrt Gus ein 10 cm tiefes Loch, das mit Schwarzpulver befüllt wird. Bevor wir sprengen können, brauchen wir ein Loch oder einen Hohlraum, wo der Sprengstoff hineinkommt. Wir bohren also zuerst die Löcher und bestücken sie dann mit dem Sprengstoff. Noch eine Feder? Gus und sein Team befüllen die Löcher mit dem Sprengstoff, so wie es Thomas Apsley vor 300 Jahren auch gemacht hat. Gemäß ihrer Berechnungen haben sie 20 Sekunden Zeit, um einen 90 Meter Detonationsradius zu räumen. Gleich wird sich zeigen, ob die Berechnungen auch korrekt sind. Das Schwarzpulver entzündet sich bei Temperaturen von über 2700 Grad Celsius. Der Granit fliegt in die Luft. 6 Tage Arbeit mit einem Spitzeisen werden so in nur einer halben Stunde vollendet. Wir mussten ungefähr 30 cm wegsprengen, und weil wir dafür hochexplosives Material verwendeten, war die Sprengung wirklich sehr wirkungsvoll. Das Experiment bringt auch Aufschluss über Apsleys mysteriösen Tod. Die Gänsefederlunte brannte eindeutig mit einer ungleichmäßigen Geschwindigkeit, was bedeutet, dass Apsley die Brennzeit unmöglich akkurat hätte berechnen können. Das Wissen um den Umgang mit Schwarzpulver war damals noch relativ beschränkt. Dass Leute, die als Experten gelten, auf der falschen Seite einer Explosion endeten, war keineswegs ungewöhnlich. Eine jähe Beschleunigung der Zündflamme könnte zu einer plötzlichen Explosion geführt und Apsley unter bis zu 300 Kilogramm Felsen begraben haben. Apsleys Tod wird sicher unangenehm gewesen sein. Wir wissen nicht, wie viel Pulver man damals benutzt hat. Man stelle sich vor, mit welcher Kraft so ein Fels in die Luft geflogen und es einem buchstäblich in Stücke gefetzt haben muss. Doch wie machten das unsere Vorfahren, wenn das Gestein doch so wertvoll war, dass mit seiner Hilfe möglicherweise Kontinente entdeckt werden konnten? Dafür fördern wir Beweise für einen Kristall zutage, der die Wikinger nach Amerika geführt haben könnte. 2001 überquert Neuzeit-Wikinger Gunnar Eggertsson den Nordatlantik in einem Wikingerschiff. An der Ostküste Nordamerikas wird er von einer jubelnden Weltpresse in Empfang genommen. Ihm ist es gelungen, die legendäre Reise des Wikingers Leif Erikson vor über 1000 Jahren zu wiederholen. Leif Erikson war der erste Europäer, der schon 500 Jahre vor Kolumbus Nordamerika entdeckt hat. Wenn die Überlieferungen stimmen, ist Erikson fast 2000 Kilometer durch das von Eisbergen bedeckte offene Meer gesegelt. Noch heute wirft seine Reise viele Fragen auf. Wie haben die Wikinger navigiert? Die Antwort könnte ein 10 Millionen Jahre alter, von Wikingern durch Förderung gewonnener Stein, der sogenannte Sonnenstein, sein. Im isländischen Nationalarchiv von Reykjavik sind die Wikinger-Sagen nachzulesen. Sie handeln von heroischen Taten und Reisen der Wikinger, die zwischen 780 und 1000 nach Christus in Europa herrschen. Wir wissen, dass sie sich auf ihren Reisen am Stand der Sonne orientierten und dabei eine Art Sonnenuhr verwendeten. Doch was taten sie, wenn Nebel oder Wolken die Sonne verdeckten? In einer der Sagen ist die Rede von einem mysteriösen Hilfsmittel zur Ortung der Sonne. Die Geschichte von Olaf dem Heiligen, der die Sonne selbst an bewölkten Tagen orten konnte, ist seit jeher Anlass für die Diskussion, ob Olaf ein Wunder vollbrachte oder aber tatsächlich einen Stein oder ein anderes Hilfsmittel hatte, mit dem man an bewölkten Tagen die Sonne lokalisieren konnte.
Der Sonnenstein soll unterirdisch in einer der naturgewaltigsten geologischen Strukturen geformt worden sein. Einem Vulkan. Island ist für ein Drittel aller Lavaströme auf der Erde in den letzten 500 Jahren verantwortlich. Und in diesen einzigartigen Bedingungen soll sich der legendäre Kalzitkristall geformt haben. Der isländische Spatkristall lagerte sich vor etwa 10 Millionen Jahren im Inneren eines Vulkans ab. Dort, wo geothermische Wassermassen etwa 1 Million Jahre lang zirkulierten. Während das Magma abkühlt, bilden sich tief im Inneren Luft- und Wassertaschen, die über mehrere Millionen Jahre lang in klare Kalzitkristalle oder Islandspat zermalmt werden. Der Zeit und den Naturgewalten ausgesetzt, verwittert der Stein allmählich, bis Wikinger die Kristalle beim Tagebau entdecken. Doch wie soll ein Kristall das 1000 Jahre alte Rätsel um die Wikinger und ihre außergewöhnlichen Seereisen lüften? Der führende Wissenschaftler Leo Christiansson untersucht den Sonnenstein. Der Kristall spaltet das Licht in zwei Strahlen. Einen ordentlichen Strahl und einen, der seltsame Dinge tut. Er rotiert mit dem Kristall. Das nennt man außerordentliche Brechung. Die ordentlichen und außerordentlichen Lichtstrahlen, die der Kristall erzeugt, enthüllen eine seltsame optische Eigenschaft namens Doppelbrechung. Wo man ein Bild erwartet, sieht man zwei. 3D-Wissenschaftler James Dean glaubt zu wissen, wie diese Eigenschaft des Sonnensteins zum Navigieren genutzt werden konnte. Um zu verstehen, was es mit dem Sonnenstein auf sich hat, müssen wir erstmal das Licht selber betrachten. Hier ist natürliches Sonnenlicht. Man sieht, es ist ein Mischmasch aus Wellen, die übereinander liegen. Setzen wir nun einen Filter dazwischen, wirkt er etwa wie ein Gitter. Man sieht, dass das Licht, das in der Ebene des Gitters oszilliert, durchgelassen wird, während die anderen Strahlen blockiert werden. Die Strahlen, die hinter dem Gitter rauskommen, nennt man polarisiert, weil sie alle auf derselben Ebene oszillieren. Schauen wir mal, wie der Sonnenstein der Wikinger funktioniert. Der Stein ist ein Kristall aus Calciumcarbonat und wirkt wie ein natürlich polarisierender Filter. Wenn Licht in den Kristall dringt, wird es in zwei Lichtstrahlen gespaltet, den ordentlichen und den außerordentlichen Lichtstrahl. Ist der Kristall nun auf die Polarisation des eindringenden Lichts ausgerichtet, bekommen beide Bilder die gleiche Intensität und wir schauen Richtung Sonne. Deshalb wussten die Wikinger, wo die Sonne ist, auch wenn sie nicht direkt sehen konnten. Das könnte unglaublich genau gewesen sein, bis zu einem Grad genau, so wie ein Kompass heutzutage. Professor Christiansson allerdings bezweifelt, dass der Sonnenstein den Wikingern als Navigationshilfe gedient haben könnte. Der Island-Spat wäre für diesen Gebrauch viel zu kompliziert gewesen. Diese Geschichte, die seit Jahrzehnten kursiert, ist blanker Unsinn. Wir suchen also weiter nach Antworten. Gunnar Marel Eggertsson ist ein direkter Nachfahre des legendären Wikingers Leif Erikson. Um herauszufinden, ob an den Geschichten um die mythischen Kräfte des Sonnensteins was dran ist, begibt er sich auf eine Entdeckungsreise. Eggertsson und sein Assistent rudern von Reykjavik aufs offene Meer hinaus. Island ist nur etwa 3200 Kilometer vom magnetischen Nordpol entfernt. Kompasse funktionieren dort also nicht. Um nach Reykjavik zurückzufinden, verlassen sie sich auf den Sonnenstein, so wie vielleicht die Wikinger damals. Wir müssen uns klar darüber sein, dass sie wirklich nach Osten oder Westen fahren wollten, wenn sie sich aufs offene Meer begaben. Ist die Sonne 12 Stunden am Tag in der rechten oberen Ecke, ist man immer auf dem gleichen Breitengrad. Das war die goldene Regel eines Wikingers, der vor 1000 Jahren den Nordatlantik überquerte. Doch an Tagen wie heute, an denen Wolken die Sonne verdecken, hätten die Wikinger die Kraft eines solchen Sonnensteins gebraucht. Gunnar dreht den Stein, bis die zwei Punkte gleichermaßen intensiv sind. Unsere Kameras können das nicht einfangen. Das Experiment bestätigt aber, dass die zwei Punkte existieren. Indem er die Ergebnisse mit örtlichen nautischen Wegpunkten vergleicht, glaubt Erikson, die Route nach Hause gefunden zu haben. Ich stelle mir eine Linie zwischen den zwei Punkten vor. Ich glaube, wir haben die Sonne gefunden.
In dieser Nacht um 23 Uhr isländischer Zeit haben die Entdecker ihren Weg gefunden, so wie Wikingerlegende Leif Erikson einst die Ostküste Nordamerikas entdeckt haben könnte. Alles dank dem Kristall, der einst zufällig beim Tagebau freigelegt wurde. Zu Zeiten der alten Römer erreicht die Suche nach unterirdischen Schätzen ihren Höhepunkt. Ganze Berghänge werden auf der Suche nach Gold in die Luft gesprengt. Eine 20 Quadratkilometer große, fremdartige Landschaft. Riesige Spalten, die sich bis zu 120 Meter tief in den Fels schneiden. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass sich diese Strukturen vor 2000 Jahren ganz plötzlich verformt haben müssen. Doch durch wen oder was bleibt ein Rätsel. Was hier geschieht, übersteigt das Werk von Giganten. Die Spalten im Innern des Gesteins sind so gefährlich, dass es einfacher wäre, Purpurschnecken und Perlen auf dem Grund des Meeres zu finden, als Wunden in den Stein zu schlagen. Wie gefährlich haben wir die Welt gemacht? 77 nach Christus beschreibt Plinius der Ältere eine Landschaft in Nordspanien, die heute Las Medulas heißt. Die größte Goldmine des Römischen Reiches. Sie bewegten etwa 1200 Hektar Erde, was einer Fläche von 1200 Fußballfeldern entspricht. Sein ganzes Leben schon sucht Archäologe Javier Sanchez Palencia diese außergewöhnliche Landschaft nach Hinweisen auf die Katastrophe, die hier geschehen ist, ab. Dieser rätselhafte Ort wird in unzähligen Mythen und Legenden seit dem Fall des Römischen Reiches beschrieben. Einheimische wissen seit Jahrhunderten, dass er künstlich, also von Menschenhand geschaffen wurde. Aber niemand weiß genau, wie. Die einzigen eindeutigen Beweise menschlichen Wirkens sind im Gestein selbst zu sehen. Dies sind Markierungen, die die römischen Bergleute beim Tunnelbau hinterlassen haben, vor fast 2000 Jahren. Sie sind intakt und stammen tatsächlich von den Bergmännern damals. Nur ein winziger Bruchteil der Tunnel ist noch vorhanden. Die anderen wurden um das 1. Jahrhundert nach Christus zerstört. Von einer Kraft, die um einiges mehr Wirkung hatte als Spitzhacke und Eisen. Führender Kopf hinter der Zerstörung der Tunnel ist Kaiser Augustus, ein Mann, der als Gott auf Erden verehrt wurde. Er führt eine Bergbautechnik ein, die als Ruina Montium in die Geschichte eingeht. Ruina Montium heißt wörtlich Einsturz der Berge, die Zerstörung von Bergen, um an Gold zu kommen. Das verblüfft uns heute noch und muss wirklich erstaunlich für die Menschen damals gewesen sein. Berge mit reiner Körperkraft zu bewegen, musste etwas unglaublich Beeindruckendes sein. Natürlich gibt es auch eine dunkle Seite. Hunderttausende Bergleute starben bei der Förderung des Goldes, weil zum Beispiel Schächte einstürzten. Die geheime Kraft hinter der Zerstörung der Berge: Wasser. Wie wir wissen, entstehen Canyons und Täler durch die Wassererosion von Flüssen oder Regen. Das dauert jedoch gewöhnlich über 30 Millionen Jahre. Wie also konnten die Römer mit Wasser in nur 150 Jahren ganze Berghänge vernichten? Um mehr herauszufinden, untersucht Ingenieur Neil Saunders mit allerneuester Technologie die Schneidekraft unter Druck stehenden Wassers auf Sandstein. Demselben Gestein wie in Las Medulas. Der Wasserjet ist eine sehr neue, hochkomplexe Maschine der Spitzentechnologie. Der Wasserstrahl kommt mit 1450 Kilometern pro Stunde aus der Düse geschossen. Die meisten Leute denken bei Wasser an trinkbares Material. Doch bei hohem Druck und hoher Geschwindigkeit entsteht hier ein glatter Schnitt im Stein.
Das Experiment beweist, dass Wasser Stein durchschneiden kann. Doch wie konnten die Römer solch eine Technologie entwickeln, fast 2000 Jahre bevor diese Maschine erfunden wurde? Heute glauben Archäologen, dass es in Las Medulas einst ein 18 Millionen Liter fassendes Sammelbecken gab, das von einem Kanalnetzwerk gewaltigen Ausmaßes gespeist wurde. Diese Kanäle wurden von römischen Ingenieuren gebaut. Über hunderte von Kilometern führten sie Wasser aus den Bergen hin zum zentralen Reservoir. Unter dem Reservoir befindet sich ein Netzwerk aus speziell als Sackgassen konstruierten leeren Tunnels. Im entscheidenden Moment öffnen die Römer die Schleusentore am Eingang der Tunnel und das Wasser stürzt hinein. Mit keiner Möglichkeit zu entweichen, staut es sich, ein immenser Druck baut sich auf und der Berghang explodiert. Der Gebrauch von Wasserkraft zur Erschließung der gesamten Mine ist eins der größten Geheimnisse römischer Technologie. Mit dem Wasser aus Reservoirs und Kanälen konnten sie genügend Wasserkraft erzeugen, um in bis zu 90 Metern Tiefe Gold freizulegen. Erde, Fels und Goldablagerungen werden eingesammelt und in riesigen hölzernen Rinnen entlang des Hangs durchgesiebt. In 160 Jahren schaffen die Römer so 2.500 Tonnen Material fort. Mit Daten des eigentlichen Standortes führt Computerspezialist James Dean eine Simulation von Ruina Montium durch. Dies ist unsere Simulation des Tunnelnetzwerks von Las Medulas. Auf dem Röntgenbild kann man ein Netzwerk von Tunneln erkennen, die durch das Entfernen von fast 500.000 Kubikmetern Material entstanden sind. Alles ist ziemlich gewunden, mit einer Menge Kurven und Biegungen. Wenn hier Wasser hineinströmt, bilden sich angesichts des entstehenden Drucks Gefahrenpunkte. Wir haben hier ein Reservoir mit ca. 20.000 Kubikmetern Wasser, das wir über eine Länge von etwa 2.000 Metern ausleeren. Starten wir die Simulation. Man sieht, wie das Wasser losfließt und hier messen wir die Energie, die dadurch freigegeben wird. Sobald es auf eine Ecke stößt, entsteht ein enormer Druck an der Stelle. Dieser Druck bohrt sich in den Stein. Gehen wir zurück zum Breitbildmodus. Da sieht man, dass die Landschaft total verwüstet wurde. In unserer Simulation sind ca. 360 Milliarden Joule an Energie freigesetzt worden. Das entspricht etwa 10 oder 11 Tonnen TNT. Doch römische Bergbaumethoden können mehr als Berge versetzen. Es sind Bergleute, die Bomben unter griechische Mauern pflanzen. Jedenfalls so lange, bis die Griechen sie mit ihrer eigenen Version eines Radars ins Visier nehmen und sie einem furchtbaren chemischen Kampfstoff aussetzen. Unsichtbare Feinde, die Schlossmauern untertunneln und unterirdische Brände legen. Keine Bodenwaffe richtet gegen sie was aus. Keine Struktur kann ihren Angriffen standhalten. Ein über 2000 Jahre altes Rätsel. Wie verteidigten sich Festungen gegen Sapeure, die mittelalterlichen Bergleute des Militärs? Natürlich waren nicht nur draußen Bergleute, sondern auch drinnen. Und die gruben sogenannte Gegenstollen. Das Problem war, sie zu finden. Ist es möglich, dass man schon in der Antike eine frühe Form des Bodenradars entwickelt hat? In Überlieferungen des griechischen Historikers Polybios findet sich ein rätselhafter Bericht über eine Art Schallerkennungssystem. 189 nach Christus rückt der römische General Fulvius Nobilior aus, um die griechische Stadt Ambrakia zu zerstören. Ambrakia liegt in einer sehr guten Verteidigungsposition. Es ist von Wasser umgeben und auf einer Seite durch Hügel und Berge geschützt. Nichtsdestotrotz wollen die Römer dort einmarschieren. Ambrakia ist von zwei römischen Legionen umzingelt. Insgesamt 8000 Mann. Unaufhaltsam schleudern Katapulte bis zu 3 Meter lange Geschosse auf die Stadt. Belagerungstürme erreichen eine Höhe von 5 Stockwerken. Doch die Stadt fällt nicht. Als die Römer Sapeure einsetzen, wenden sich die Griechen in Hoffnung auf Rettung an ihre Heeresingenieure. Sie brauchten einen Apparat oder Mechanismus,
der die römischen Tunnel über den akustischen Weg aufspüren konnte. Wir wissen, dass die Griechen, was Akustik betrifft, ganz vorne lagen. Wir kennen die Geschichten über kolossale Theater und Stadien, in denen jeder Zuschauer den Schauspieler auf der Bühne noch hören konnte. Das gelang ihnen mit dem ausgeklügelten Einsatz von Akustik. Dieses Können müssen die Griechen bei der Entwicklung einer neuartigen militärischen Überwachungsmethode anwenden. Sie machen sich energisch daran, einen Graben auszuheben, den sie mit extra dünnen Messingplatten auskleideten. Ihre Ohren pressen sie ganz nah ans Messing und lauschen den Geräuschen der feindlichen Sapeure. Durch den Widerhall an den Messingplatten lässt sich der Lärm orten und sie fangen an zu graben. Doch kann man diese unfassbare Geschichte überhaupt glauben? Unser Team aus Militäringenieur, modernem Sapeur und Modellbauer analysiert das griechische Detektorsystem. Im Prinzip ist das wie ein primitiver Lautsprecher. Wichtig ist, die Vibrationen von der Mauer auf die Mitte der Messingmembran zu transferieren. Das ist diese dünnwandige Schale. Dazu benutzen wir einen Stimmstock aus flachem Holz. Der berührt einerseits die Mauer und die Mitte der Schüssel. Jede Vibration in der Mauer wird nun hoffentlich in die Mitte der Schale geleitet, wodurch das Geräusch verstärkt wird und wir es letztendlich hören können. Um herauszufinden, wie viel Wahrheit in Polybios Geschichte enthalten ist, testet Richard Windley, wie sich Schall unterirdisch ausbreitet. Wir wollen eigentlich ein Bild davon bekommen, wie sich Schall unter der Erde ausbreitet. Genau, das sind die Bodensensoren. Jess, wenn du sie in Position bringen könntest, dann kümmere ich mich um die Sprengladung. Richard bereitet eine unterirdische Explosion vor. Der Sprengstoff wird einen halben Meter unter der Erde platziert, um Außengeräusche auszuklammern. Windleys Assistentin legt alle 2,5 Meter von der Sprengungsstelle weg unterirdische Ultraschalldetektoren aus, um zu analysieren, wie sich die Stärke des Audiosignals mit der Entfernung zur Sprengung verändert. Mit der Detonation wollen wir sehen, wie viel höher der Vibrationspegel eigentlich ausschlägt. Dann gehen wir zurück und vergleichen den Normalpegel mit dem Pegel der Explosion. Wenn die Vibrationen der Schallexplosion 150 Meter lang stark bleiben, hat sich der Schall unterirdisch so ausgebreitet, wie der antike griechische Bericht erzählt. Alle Messgeräte zeigen eine 30 bis 35 Dezibel Zunahme nach der Explosion. Das beweist, dass es innerhalb von 150 bis 180 Metern keinen relevanten Verlust unter der Erde gibt. Jegliches Geräusch wäre zu hören gewesen. Zurück an unserer Testmauer macht Richard Windley jetzt Nägel mit Köpfen und probiert den Detektor aus. Knapp 2 Meter unter der Mauer graben Militäringenieur John Naylor und sein Sohn einen Tunnel. Wie angespannt sie beim Graben gewesen sein müssen. In ständiger Angst, nur das kleinste Geräusch könnte ihre Position an den Gegner über ihnen preisgeben. Richard kann die Position der Sapeure jetzt genau bestimmen. Wir können ein klingelndes Geräusch hören. Solche Geräusche hätte es so alle 120 cm gegeben. Man hätte abwechselnd jedem Einzelnen gelauscht und wäre in der Lage gewesen, die Quelle des Geräuschs grob zu orten. Sobald die Bergleute im Innern den gegnerischen Laufgraben ausmachen, können sie ein kleines Loch graben und alle möglichen fiesen Dinge hineinwerfen. Das Fluten der Tunnels mit Wasser oder verärgerten Bienen sind nur 2 Anti-Sapeur-Techniken von vielen. Um ihre Stadt jedoch zu retten, müssen sie zu drastischeren Mitteln greifen, einer antiken Form chemischer Kriegsführung. Dann haben sie etwas wirklich Schlaues getan. Die Ambrakier packen einen Kasten voll mit Federn, eins der leichtesten und weichsten Dinge, die man sich vorstellen kann, und befestigen an das eine Ende ein eisernes Rohr. Dann zünden sie die Federn an. Ist an den seltsamen Beschreibungen etwas Wahres dran? Richard findet es gleich heraus. Er hat eine Replik der antiken ambrakischen Rauchmaschine gebaut.
Was ich hier habe, ist im Grunde ein riesiger Topf mit Deckel, den sie damals mit allen möglichen ungesunden Brennsubstanzen befüllt haben. Gewöhnlich wurden wohl Mischungen aus Federn und Holzkohle genommen. Wahrscheinlich hat man aber auch Schwefel und giftige Pflanzen benutzt. Sobald das Gemisch also vernünftig brannte, wurde der Topf mitsamt Inhalt in ihrem Gegentunnel umgekippt. Ein aus dem Topf kommendes Rohr wurde an so einem Blasebalg wie diesem hier befestigt. Sie hofften, dass durch Betätigen des Blasebalgs der Rauch in die Tunnel der Römer strömt. Die antike Rauchmaschine wird ins Testzentrum der örtlichen Feuerwehr gebracht. Hier soll eine Reihe von Hightech-Experimenten ihre wahre Effektivität enthüllen. Ob diese Maschine überhaupt effektiv war, ist wirklich eins der Mysterien antiker Geschichte. Wir wollen in einer Reihe von Tests herausfinden, was für Dämpfe von diesen schwelenden Federn erzeugt wurden. Wir erwarten, dass eine Menge gesundheitsschädlicher Verbindungen dabei entstehen. Ob diese jedoch giftig oder nur unangenehm waren, müssen wir nun klären. Im Gegensatz zu den römischen Sapeuren benutzen die Feuerwehrmänner Atemschutzgeräte und Sicherheitsmonturen, da keiner weiß, wie gefährlich das Ganze eventuell wirkt. Es könnte sich um sehr giftigen Qualm handeln und wir wissen nicht, wie lange es dauert, daran zu sterben. Ich vermute, es wird einige Zeit dauern, bis man bewusstlos wird und stirbt. Ausbilder Phil Howard und Alan Turvey reisen fast 2000 Jahre in der Zeit zurück, um festzustellen, ob eine einfache Mischung aus Holzkohle, Schwefel und Hühnerfedern stark genug ist, die Belagerung einer Stadt zu vereiteln. Mit einem hochmodernen Gas-Toxizitätsmessgerät kann Phil Howard den molekularen Fingerabdruck der freigesetzten Gase entziffern. Bis der Blasebalg zum Einsatz kam, war ich unbeeindruckt. Mit ihm wurde die Sicht rapide schlechter. Man fand den Ausgang fast nicht und musste sich an der Mauer entlang tasten. Man konnte die eigene Hand nicht mehr vor Augen sehen. Sehr beeindruckend, sehr effektiv. Nun müssen die Messungen dahingehend analysiert werden, ob Polybios Beschreibung der tödlichen Dämpfe auch korrekt ist. Die Konzentrationen, die wir heute gemessen haben, überraschten mich. Nicht Kohlenstoff oder Kohlendioxid, was ja normale Verbrennungsprodukte sind, aber eine so hohe Konzentration an Ammoniak hätte ich nicht erwartet. Unsere Messwerte zeigen, dass man innerhalb nur weniger Sekunden nicht mehr hätte atmen können. Proteinstränge in den Hühnerfedern erzeugen das gefährliche Ammoniak. Eine hohe Konzentration kann zur Enzephalopathie führen, eine krankhafte Veränderung des Hirns, die tödlich endet. 3 Monate später fällt Ambrakia. Die Römer sind von den Erfindungen der Griechen jedoch so beeindruckt, dass alle Bewohner verschont bleiben. Mit Sicherheit sind seit der Antike eine Menge unterirdischer Erfindungen verloren gegangen. Doch die übrig gebliebenen Hinweise von zerstörten Berghängen bis zu übernatürlichen Kristallen offenbaren uns eine ganz außerordentliche Geschichte unterirdischer Technologien. Jedes Auto, jeder Tunnel und jede Konstruktion beruht auf den tollkühnen Entdeckungen der ersten Bergleute in der Geschichte.